Hallo Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie man schon sieht, ich habe hier einen riesen Stapel an Sachen liegen, die ich alle auf der Equitana gekauft habe. Und viele haben sich wirklich gewünscht, ich soll die Sachen nochmal genauer zeigen. Ich konnte ja leider kein wirkliches Video zur Equitana machen wegen dieser neuen Datenschutzverordnung. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass euch das Video auf die Weise gefällt. Und ja, ich muss sagen, ich habe wirklich lange auf die Equitana gespart und habe mich dann auch wirklich gefreut, dort zu sein. Und das Wochenende war wirklich sehr schön. Ich habe viele von euch getroffen. Konnte halt leider gar nichts davon filmen, aber ich hoffe, kriege ich das nächste Mal dann. Ja, ich werde euch die Sachen jetzt zeigen. Ich finde sie auf jeden Fall alle wunderschön und ich freue mich mal drauf, wenn ich die dann auch einweihen kann und was ihr dazu sagt. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen direkt an. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll, weil es sind echt viele Sachen, viele Kleinigkeiten und dann halt eben auch noch größere Sachen. Und ja, ich glaube, ich fange einfach mal mit der kleinsten Sache an, die ich mir geholt habe. Und zwar ist das für den Sommer, oder eher gesagt für die Koppel, kriegt die Esme jedes Jahr so ein Fliegen, wie heißt es denn, eine Fliegenfranse an. Und daran ist sehr cool, dass sie an der Seite so Schnallen hat. Die letzten Jahre hatte sie immer so welche mit Klett und die sind immer aufgegangen oder sie hat sie verloren. Ich habe sie dann ehrlich gesagt nie wiedergefunden. Das gab es jetzt sogar in der Größe Pony, was halt echt cool ist, weil alles andere war dann auch immer zu groß für sie. Als nächstes, was auch eine sehr kleine Kleinigkeit ist, sag ich mal, sind so Heuballen. Das ist wie so gequetschtes Heu. Das kann man in Druck tun oder einfach zur Ablenkung in den Hänger legen und da knabbern die dann so dran rum. Genau. Das ist eigentlich ganz einfach gestrickt, aber eine super Möglichkeit, irgendwie die Pferde ein bisschen abzulenken und einfach vielleicht auch so das Training oder halt putzen oder so einfach ein bisschen interessanter zu machen. Dann, was man halt eigentlich auch immer im Alltag braucht, ob es jetzt Sommer oder Winter ist, man kann es eigentlich immer anziehen, sind halt ganz normale T-Shirts. Und was halt sehr cool ist, auf der Equitana Open Air gab es bis jetzt auch immer ein Spooks Outlet. Und genau dort habe ich mir dann einmal dieses T-Shirt geholt. Dazu habe ich sogar die passende Jacke mit so einer floralen Aufschrift drauf, mit Spooks. Das ist ja das Schild natürlich davor. Was man natürlich auch immer braucht, natürlich die Reitsocken, und meine gehen einfach so schnell kaputt. Deswegen, ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt, habe ich mir mal wieder ein paar neu geholt. Einfach in dunkelblau, also Navy von Spooks. Also letzten Winter hatte die Esme natürlich super viel Winterfell. Das hat man ja, glaube ich, auch auf den Bildern und Videos gesehen. Ich weiß, ich war leider nicht so aktiv, aber das war halt auch einfach bedingt dadurch, dass die Esme krank war. Und dadurch, dass sie krank war, war sie ja nicht so viel in Bewegung. Natürlich hat sie dadurch viel mehr Winterfell bekommen. Und sie war dann wirklich sehr puschelig. Und dann kennt natürlich jeder die Zeit, wenn es dann wärmer wird, dass die Pferde haaren ohne Ende. Und genau für diese Zeit gibt es diese super geile Bürste von Fellschön. Viele Freundinnen von mir haben die und die können die wirklich nur weiterempfehlen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch auch mal eine mit. Natürlich in Pink. Und man kann dann einfach damit ganz leichtes Fell zusammenschieben. Die Haare bleiben nicht vorne in der Bürste hängen, weil das irgendwie nur so eine ganz kleine Auflage ist. Und ich bin wirklich mal gespannt, die auch selbst auszuprobieren und zu schauen, wie das funktioniert. Ich habe mir noch ein T-Shirt geholt, aber diesmal vom normalen Stand. Und zwar, und ich finde es wirklich mega schön mit den Streifen, sonst habe ich noch nicht. Und meine Freundin hat sich dasselbe geholt, da können wir auch schön im Partnerlook rumlaufen. Mittlerweile hat die erstmal ihr Eisen. Ich glaube, das wissen die meisten von euch auch. Und deswegen, weil sie halt so schön untertritt, braucht sie auf jeden Fall Glocken von BR. Und zwar sind es welche mit normalem Leder, also Kunststoffleder, und Glitzer. Ein Halfter muss es mindestens sein. Es ist dann im Endeffekt dieses Halfter geworden aus der neuen Kollektion. Und zwar ist es das Graue, also aus der Classic Sport. Das Graue mit der blauen Aufschrift, mit dem Fell, also mit dem Kunstfell, kein echtes Fell. Und dazu habe ich mir dann natürlich noch den passenden Strick geholt. Was ich natürlich echt cool finde, weil ich habe viele Sachen in Grau, ich habe viele Sachen in Blau. Irgendwie passt es dazu und es ist natürlich total flauschig. Damit mein Pferd natürlich nicht verhungert. Habe ich noch eine coole Sache gefunden, die ich echt interessant fand und die so ein bisschen an diese Heuberdinger erinnert. Und zwar sind es so, Apfelfasertaler. Die sind so von der Machart ähnlich wie diese Heuling, also sie sind gepresst. Man kann sie ihnen einfach so in den Druck geben oder in den Hänger, wie ich schon erzählt hatte, um sie zu beschäftigen. Das Coole daran ist aber auch, dass man die auch aufweichen kann und dann ist es wie so meshartig und ist dann natürlich auch ein super Snack zwischendurch. Muss man natürlich nicht, dass man jetzt Angst hat, ja, die Pferde, wenn die jetzt so knabbern, gärt es im Bauch, ist es auf jeden Fall nicht, das habe ich nachgefragt. Dann geht es jetzt eigentlich auch gleich so ein bisschen an die größeren Sachen. Davor muss ich euch noch
noch was zum Anziehen für mich. Und zwar habe ich mir ein super schönes Poloshirt noch von Spooks geholt. Das ist in der Farbe Sand. Das ist so ein bisschen beigeartig, kann man es beschreiben. Mit dem klassischen Zeichen, mit Glitzer natürlich. Was noch eine Kleinigkeit ist, die man aber auch wirklich irgendwie immer brauchen kann, ist so eine kleine Box von Equiva. Mit Deckel kann ich jetzt eigentlich die Leckerlis oder so ein paar Heudinger reintun und es dann einfach in meinen Spind stellen, weil wir ja jetzt auch neue Spinde haben am Stall und da ist man dann auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet. Und zwar geht es weiter mit einer sehr knalligen Sache, würde ich mal sagen. Und zwar ist es so ein Goodie-Bag von Applejack. Bin mal gespannt, da sind auf jeden Fall sehr coole Sachen drin. Einmal Reitsocken und dann natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten, die man auch mal gebrauchen kann. Hufkratzer. Bürsten, Salvana, auch was zum Mitnehmen einfach so bekommen. Und zwar ist es so ein Mineralbeinblock, würde ich mal sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es genau ist. Darf man nicht alles gleichzeitig verfüttern, so ein bisschen zum Knabbern. Einfach um den natürlichen Mineralhaushalt vom Pferd zu unterstützen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das was bringt. Dann kann man ja sagen, dass es schon bald wieder Winter wird. Also bei mir ist es gerade gefühlt 30 Grad und es ist wirklich sehr warm. Es war übel, diese Jacke anzuprobieren. Aber ich brauche für den Winter auf jeden Fall eine neue Steinjacke, die mich auch wirklich warm hält. Und es ist dann diese geworden von Spooks. Was ich sehr cool finde, sind diese Ellenbogenschoner. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Aber es ist auf jeden Fall eine in Grau geworden, in Dunkelgrau. Mit bisschen blauen Applikationen in der Mütze und an sich halt einer coolen neuen Art. Ist aus der neuen Kollektion, kann man eigentlich auch noch überall im Internet kaufen. War halt ein bisschen günstiger auf der Messe, warum ich halt gerne immer so Klamotten mitnehme. Halt auch besonders jetzt bei den Schabracken eigentlich, alle habe ich nur mitgenommen und ist ein bisschen ausgeartet, ich muss wirklich sagen. Weil die halt einfach wirklich billig waren, weil die dann wirklich 30, 40 Euro weniger gekostet haben und dann noch aus alten Kollektionen. Ich habe noch einen Gürtel von Spooks gekauft. Mit so Pailletten in dunkelblau mit Leder, und zwar braunem Leder. Also für zu Hause, wenn die Hosen nicht ganz sitzen. Bevor wir zu den Schabracken kommen, habe ich noch was ganz Cooles, worauf ich mich freue, das auszuprobieren. Und zwar habe ich dir Essen und mir Klickertraining geholt. Ich kenne diese Art von Training an sich noch nicht, aber ich bin gespannt, das mal auszuprobieren. Man hat dann eben diesen Klicker und ganz viele kleine Leckerlis. Ja, dann würde ich sagen, hier sind jetzt eigentlich nur noch die Schabracken und das Zubehör dazu übrig. Und ich fange eigentlich mal direkt mit meiner Lieblingsschabracke an, die ich mir dort geholt habe. Und zwar ist es auf jeden Fall diese Blackberry-Schabracke. Ich hoffe, man kann jetzt das erkennen, so ungefähr. Die ist aus der Platinum Pur Collect. Eine Navy-Schabracke und zwar mit so einem Glitzerrand, was ich echt cool finde. Und dazu habe ich mir dann noch passende, ganz schlichte blaue Eskadron-Bandagen geholt, die man eigentlich auch zu allen anderen blauen Outfits benutzen kann. So, weiter geht's dann mit einer nächsten VS-Schabracke. Und zwar ganz schlichte graue Kotten mit einem, manche sagen Maufe, manche sagen Mof. Ich weiß überhaupt nicht, wie man es ausspricht. Weiter geht es mal mit einer Schabracke, die nicht von Eskadron ist. Das ist ja wirklich ein Wunder bei mir, weil ich bin ja da total der Suchti. Und zwar ist es eine Dressur-Schabracke von Kingsland. Auch in dunkelblau und mit diesem wunderschönen Zeichen. Ich liebe das auf jeden Fall sehr. Und noch einer dazu, ich habe wirklich 6 Schabracken gekauft. Ich konnte es gar nicht glauben, aber die waren halt alle wirklich so reduziert, da konnte ich nicht Nein sagen. Es wurde dann noch diese in VS und zwar ist es aus einer alten Platinum Edition und zwar in Grau mit so einem dunkelbraunen Lederbalken, halt eine Big Square, mit Pailletten noch dran. Finde ich auf jeden Fall sehr schön, ist auch auf beiden Seiten, das ist ja nicht immer so. Und diese Pailletten finde ich halt wirklich Hammer. So, dann das letzte Teil, was ich mir geholt habe, dann sind wir dann auch eigentlich schon fertig, ist diese Schabracke. Und zwar ist es eine schwarze Brillant von Eskadron mit, was kann es auch anderes sein, Glitzerrand. Und zwar habe ich dazu noch richtig passende, glitzernde Bandagen gefunden aus einer Platinum Edition. Halt dann eben diese Bandagen mit Glitzerrand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch kennenzulernen, die ganzen Sachen zu shoppen sowieso. Und jetzt freue ich mich drauf, die Sachen einzuweihen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt.